Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Autoverrückt. Heute möchte ich mit euch gemeinsam mal einen Falteimer testen. Ich habe mir überlegt, dass ich mir mal so ein Autopflegeset zusammenstellen möchte, was ich immer im Kofferraum mitführen kann. Also so eine kleine Detailing-Tasche, wo ich alle Produkte dabei habe, dass ich jederzeit, ohne es vorher zu planen, quasi an die Waschbox fahren kann und das Auto waschen kann. Das finde ich irgendwie ganz cool von der Idee. Und ja, da bin ich jetzt aktuell so ein bisschen dabei, mir die entsprechenden Sachen dafür zusammenzusuchen. In meinem letzten Amazon Prime Day Video habt ihr ja schon diese Detailing-Tasche gesehen. Also ja, sowas möchte ich mir jetzt auf jeden Fall zulegen. Und unter anderem braucht man dafür auch Falteimer. Die kann man ja ganz klein zusammenfalten und somit Platz sparen, dauerhaft im Kofferraum verstauen. Ja, ich habe mich jetzt hier für einen Wascheimer von Liquid Elements entschieden. Der kostet irgendwas um die 8 € im Autopflegeshop. Macht einen ganz guten Eindruck, habe ich jetzt einfach mal bestellt. Es gibt noch einen von Meguiar's, der kostet allerdings irgendwie 20 €, ist mir ein bisschen zu viel. Und dann gibt es auch noch so No-Name-Eimer auf Amazon, die kosten um die 10 €. Links sind unten wie immer in der Beschreibung, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Video an und schauen uns hier diesen Liquid Elements-Eimer an. Viel Spaß! Ja, ihr kennt das ja aus meinen Videos. Normalerweise nutze ich ja immer diese großen 20-Liter-Eimer. Aber ja, ich habe mir gedacht, wir probieren jetzt hier einfach mal so einen platzsparenden Falteimer aus. Das ist also dieser Liquid Elements Eimer. Der wird hier in so einer Kunststofftüte geliefert. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, kostet glaube ich 8,68 € im Autopflegeshop. Relativ günstig. Hat einen Fassungsinhalt von 7 Litern. Ne? Sollte also grundsätzlich für die Autowäsche auf jeden Fall reichen. Ich habe mir jetzt erstmal zum Testen nur einen bestellt, aber normalerweise wäre definitiv meine Empfehlung, direkt zwei Eimer zu nutzen, denn ja, zwei Eimer Wäsche ist aufgrund der geringeren Kratzergefahr auf jeden Fall immer empfehlenswert. Ja, geliefert wird der Eimer dann hier in so einer Nylon-Aufbewahrungstasche mit so einem Reißverschluss. Macht auf jeden Fall einen wertigen Eindruck. Und ja, in dieser Tasche kann man den Eimer dann schön platzsparend im Kofferraum lagern. Hier nochmal der Größenvergleich, ne? Also das ist dann doch schon ein Unterschied, ob man jetzt zwei von diesen kleinen Täschchen im Kofferraum hat oder wirklich zwei so große Eimer. Ja, und dann ziehen wir hier den Eimer raus. Der Eimer selbst ist auch aus wasserabweisendem Nylonstoff gefertigt und hat oben und unten einen Kunststoffboden oder Kunststoffränder, unten einen Kunststoffboden, damit das Ganze so ein bisschen Stabilität bekommt. Dann haben wir oben so einen Metallhenkel mit einem relativ weich gummierten Griff, damit das Ganze dann komfortabel und sicher in der Hand hält. Das gefällt mir hier alles von der Verarbeitung auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wir haben jetzt hier dieses Liquid Elements Logo drauf. Sieht auf jeden Fall gut aus, also gefällt mir optisch besser als diese No-Name-Eimer auf Amazon. Und ja, da jetzt nicht wirklich teurer ist, sondern eigentlich sogar 2 € günstiger, habe ich mich halt für die Liquid Elements Version hier entschieden. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier so ein Nylon-Material. Das sollte sich nicht mit Wasser vollsaugen. Das ist ja für den Transport dann nach der Wäsche ganz wichtig, sonst wird das ja schimmeln oder so. Also ne, da müssen wir uns das am Ende gleich mal angucken, inwiefern das sofort wieder trocken ist. Aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, jetzt befüllen wir den Eimer hier einmal mit Wasser und gucken uns das Ganze einmal an. Bei mir an der Waschbox ist ja hier immer so ein Warmwasserspender. 50 Cent rein, dann kommen da 10 Liter rein. Gut, die 10 Liter fasst der Eimer jetzt nicht komplett, wie gesagt nur 7, aber ich denke, für die Autowäsche sollte das auf jeden Fall reichen. Bei Amazon habe ich übrigens noch Eimer gefunden, die 11 bzw. 13 Liter Fassungsvermögen haben. Aber vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant, wenn man jetzt ein ganz großes Auto hat, irgendein T5, T6 oder ein SUV oder so, ist das vielleicht notwendig. Aber bei der E-Klasse komme ich hier mit den 7 Litern auf jeden Fall aus. Ja, ich habe jetzt hier diesen Eimer quasi als Wascheimer benutzt und meinen klassischen weißen Kunststoffeimer als Auswascheimer. Ja, im befüllten Zustand sehen wir jetzt hier, dass wir wirklich eine ordentliche Stabilität haben, ne? Das kann man sehen. Das Ganze lässt sich ohne Probleme hin und her schwenken. Also der Eimer fällt jetzt nicht in sich zusammen oder so. Da ist ordentlich Stabilität vorhanden. Und auch mein großer Waschschwamm passt ohne Probleme rein. Also der ist ja etwas größer als ein normaler Waschhandschuh. Und ja, selbst dieser Waschschwamm passt ohne Probleme rein. Das Ganze geht also ohne Probleme. Ja, macht erstmal einen guten Eindruck. Was man natürlich sagen muss, ein Gridguard-Einsatz oder so ein Schmutzsieb passt nicht rein. Eventuell könnte man sich da was basteln mit einem Dremel, kürzen oder so, aber out of the box passt das auf jeden Fall nicht. Aber ich arbeite da ja meistens sowieso nicht mit, deshalb ist das für mich kein Problem. Ja, für die Fahrzeugwäsche nutze ich hier einmal das APS Premium Snowform Plus. Ganz cooles Produkt. Da wird es dann wahrscheinlich am Mittwoch ein ausgiebiges Video zu geben. Da gehe ich dann nochmal genauer auf die ganzen Eigenschaften ein, aber ja.
das fülle ich mir jetzt hier einmal in den Eimer rein. Dann schreibe ich mir das Ganze hier ein bisschen mit der Hand aufgeschäumt, pack meinen Waschschwamm rein und dann geht es um die ganz klassische Zwei-Eimer-Wäsche. Ja, was der Vorteil ist, der Eimer ist wirklich relativ leicht. Das heißt, wir können ihn auch ja, hochnehmen und so ein bisschen mit ums Auto drum rumtragen. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, ist wirklich relativ komfortabel. Ja, und so sieht das Ganze nach der Wäsche aus. Die ganze Wäsche habe ich euch jetzt hier erspart. Ich habe das Auto komplett gewaschen. Wie gesagt, ich habe keine Eineimerwäsche gemacht. Zum Auswaschen habe ich noch diesen anderen Eimer gehabt. Aber ja, so viel Wasser ist dann hier noch drin. Ne? Also ihr seht, ich habe etwa 3/4 verbraucht für die E-Klasse. Das heißt, man kommt mit den 7 Litern eigentlich ohne Probleme aus. Also ich denke, das sollte kein Problem sein, selbst bei größeren Autos. Ja, den Rest gebe ich mir hier aus. Und dann ist es jetzt natürlich wichtig, den Eimer zu trocknen. Wie gesagt, so könnte man ihn jetzt nicht in die Tasche packen. Das wäre wirklich schlecht. Dazu habe ich mir jetzt hier noch ein Trockentuch genommen und trockne den Eimer hier einmal ganz schnell ab. Ich habe jetzt hier wieder so ein Twisted-Peiltuch. Optimalerweise sollte man das vielleicht machen, nachdem man den Wagen getrocknet hat, weil man ja eventuell Schmutzreste im Eimer hat oder so. Und ja, die setzen sich dann ins Tuch und damit geht man auf den Lack. Das wäre nicht so schön. Also das am besten mit dem ganz normalen Trockentuch machen, nachdem man den Lack getrocknet hat. Und wie ihr sehen könnt, einmal mit dem Tuch durch ist der Eimer auch schon komplett trocken. Auch hier außen, wie gesagt, dieses Nylon-Material ist wasserabweisend und saugt das Wasser wirklich nicht ein. Dadurch ja, kann man es einmal abwischen und ja, dann ist der Eimer wieder sauber, trocken und kann wieder in die Tasche gepackt werden. Das funktioniert doch wirklich einwandfrei. Ja, die Tasche hat wirklich den Vorteil, dass das Ganze hier nicht so lose rumfliegt und ja, wir wirklich die Form hier auf ein Minimum von der Größe verringern können. So ist das Ganze wirklich sehr, sehr platzsparend. Selbst wenn man, wie gesagt, zwei Eimer hat, nimmt das überhaupt keinen Platz weg und ja, lässt sich eigentlich so wirklich in so ziemlich jedem Kofferraum mittransportieren, denke ich. Hier nochmal der Vergleich, ne, der andere Eimer. Also wenn man da zwei Stück in den Kofferraum packt, dann ist der Kofferraum auch voll. Die kann man wirklich nicht jederzeit da drin lassen. Das ist wirklich dieser Vorteil von diesem Falteimer. Wenn man sich wirklich so ein ja, Detailing-Set zusammenstellen möchte mit so einer Detailing-Tasche, die man immer im Kofferraum hat mit den wichtigsten Sachen, wenn man mal in irgendeine Notsituation kommt, dass man sich sagt, komm, ich muss mal eben schnell die Karre waschen, dann ist so ein Falteimer eigentlich unverzichtbar. Und ich denke, dieser Liquid Elements Eimer macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Ich werde ihn jetzt in nächster Zeit öfters mal einsetzen. Und wenn ich da jetzt irgendwie noch irgendwelche Qualitätsmängel oder so feststellen sollte, würde ich das euch sagen. Aber ich denke, er macht auf jeden Fall einen sehr hochwertigen Eindruck. Und der Preis ist wirklich sehr fair. Also ich denke, 8 Euro kann man dafür auf jeden Fall ausgeben. Dafür hat man dann wirklich ein ordentliches Produkt. Ja, eventuell auch ganz interessant, so als Felgeneimer oder so. Ne? Dafür ist die große Größe natürlich auch nicht schlecht. Ja, schreibt mir eure Meinung zu dem Eimer gerne mal in die Kommentare. Ich finde, ganz interessante Sache. Natürlich, wenn man jetzt wirklich richtig, richtig professionell arbeiten möchte und einen Gridguard-Sieb einsetzt, dann hat man hier wirklich Probleme, das muss man ganz klar sagen. Aber ansonsten auf jeden Fall für die Autowäsche geeignet. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video bei Autoverrückt. Ciao!